Ja, liebe Freunde des gediegenen Schraubertums, heute bin ich mal wieder richtig froh, dass ich hier inzwischen eine vernünftige Heizung in der Garage habe. Es schneit draußen. Vor einer Woche saßen wir schon wunderbarem Wetter auf der Terrasse bei über 20 Grad und jetzt schneit's wieder. Wer hätte das gedacht? Ja, so kann's gehen. Wetter in Deutschland. Ja, was machen wir heute? Ja, wir machen die SC64 mal fertig, Gabelholme zusammenbauen und so weiter. Genau, Vorderrad reinmachen. Ja, eigentlich könnte ich heute fertig werden. Heute ist Sonntag, der 21. April. Weiß ich zufällig genau, weil meine Frau heute Geburtstag hat. Auch nicht schlecht. Jo, ansonsten fangen wir aber an mit einem Blinker. Ja, mit LED-Blinkern. Das habe ich schon abgedreht, das zeige ich euch jetzt einfach nur. Und sage willkommen bei Sams Channel. Ja, liebe Freunde, und mag ich nochmal Danke sagen an den Zuschauer, der mir seine Laufpflichtblinker geschenkt hat. Er hat es ja in den Kommentaren schon angedeutet, dass sie ihm nicht gefallen, dass er sie abbaut und wenn ich will, dann kann ich sie haben. Natürlich habe ich nicht abgelehnt, warum sollte ich auch? Sie haben E-Nummer, sind nicht die gleichen, wie hier bei der CBF1000 drauf sind, aber sie sind ganz gut. Und ein interessanter Effekt, der mir schon immer mal wieder aufgefallen ist, speziell im Zusammenhang mit Lauflichtblinkern, ist nämlich der hier, wenn man die hier anschließt. Ich mache das mal gerade. Ich habe die jetzt einfach nur an die Batterie angeschlossen. Wir leuchten mal jetzt da drauf, so, Plus und Minus. Und die blinken von sich aus. Das heißt, man braucht eigentlich dafür überhaupt kein Blinkrelais. Man muss einfach nur die Plus, ein Dauerplus, einen geschalteten Dauerplus mit dem Blinkschalter, mit dem Rechts-Blinkschalter, Rechts-Links-Blinkschalter, einfach nur auf die Dinger verteilen. Und dann machen die genau das, wenn man da 12 Volt drauf gibt. Das heißt, die blinken eigentlich schon von sich aus. Blinkrelais nicht mehr nötig, wenn man das so macht. Ja. Ganz nett, fand ich mal. Interessant, das mal zu sehen, das mal zu erwähnen. Die sind auch ganz schön. Welche Marke das ist, weiß ich nicht. Ist auch egal. Vielleicht verwende ich sie irgendwann. Sie gefallen mir jedenfalls ganz gut. Ihr wart ja im letzten Video dabei, als die Federn zu mir fanden. Dann schauen wir uns mal gemeinsam an, was genau da drin steckt. Es ist auch hier wieder eine progressive Feder mit einem eng gewickelten Teil. Der eng gewickelte Teil ist aber viel, viel kleiner im Vergleich zum Rest, im Vergleich zu den alten Federn. Also die alten Federn haben vielleicht ein Drittel eng gewickeltes Teil und die Wilbers-Federn haben vielleicht ja, ein Fünftel eng gewickeltes Teil, also deutlich weniger. Und bei den Wilbers-Federn, steht in dem Installationsbuch drin, kommt der eng gewickelte Teil immer nach oben. Was ja auch Sinn macht, habe ich im letzten oder im Zerlegungsvideo schon drüber gesprochen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier 31,5 bei den Wilbers-Federn. Ja, das kommt so ungefähr hin. Und die Originalfedern sind 33. Alles klar, 33. Oder ich versuche mal hier nochmal zu messen. Ja, 33. Also, die Wilbers-Federn sind etwas kürzer. Der eng gewickelte Teil ist auch kürzer. Und jetzt gucken wir nochmal nach der Drahtstärke, nach der Drahtdicke. Haben wir ja bei Willis Federsatz bei der AT auch festgestellt, dass es da Unterschiede gibt. So, wir haben hier also genau 5 mm bei den Originalfedern. Und was hat Wilbers geliefert? Auch 5 mm. Also, an der Drahtdicke hat sich hier nichts geändert. Vorspannhülsen werden genauso weiterverwendet, wie sie sind. Das ist das Öl, was kam. Zero Friction, also keine Reibung. Okay, schön wär's. Die Federn sollen ja auch reibungsarm sein, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das Luftpolster soll auf 160 mm eingestellt werden. Jetzt wissen wir eigentlich alles, was wir wissen müssen. Die Bremsbeläge brauchen wir nicht mehr, die kommen weg. Und bevor ich es vergesse, als Nachtrag zum letzten Video, diese Stelle zwischen Endschalldämpfer und Krümmerrohr wäre trennbar gewesen, haben alle gesagt, speziell Paddy hat es natürlich gesagt, weil er hat es ja zusammengebaut damals und er hat sogar Keramikpaste benutzt, also ist völlig rätselhaft, warum es mir nicht gelungen ist, das hier an dieser Stelle auszustecken, es hätte gehen müssen. Und ja, die Feder habe ich wieder angebracht, die habe ich nicht vergessen.
immer ganz gut sicherzustellen, dass sich da niemand drin verkrochen hat während der ganzen Tage, wo das hier schon rumliegt. Und natürlich auch den angesammelten Staub wieder rauszutreiben, sodass wir das möglichst sauber zusammenkriegen, das Ganze. Wir brauchen Kajaba-Fett. Der Aufkleber hat sich leider im Laufe der Zeit verflüchtigt, also der richtige hier. Aber ich werde immer wieder gefragt, was das ist. Es ist Kajaba-Fett und unter Kajaba-Fett findet man in den üblichen Suchmaschinen, die man so benutzt, eigentlich immer genau das richtige Produkt, nämlich genau diese Dose. Wir brauchen den hydraulischen Anschlag, den ganz wichtig, die Einfeder-Anschlagfeder, weil die vergesse ich hin und wieder mal und muss alles wieder auseinanderbauen. Ja, so doof bin ich manchmal. Und dann die Schraube für unten mit einem neuen Kupferdichtring. Und vielleicht, ganz vielleicht, brauchen wir die beiden alten Federn. Und möglicherweise ein Fetzchen frisches Papier. Und dann geht's mal los. Ich lasse in der Regel nie irgendwelche Dinge furztrocken zusammen oder ineinander gleiten. Das mag ich nicht so. Deshalb verwende ich dieses Kajaba-Fett. Auch an dieser Stelle schon. So, das kommt dann hier so rein. Und das kommt dann unten raus. So. Ja, kann ruhig da drauf. Wenn man hier ein bisschen von dem Kajaba-Fett anbringt da drin, und ein bisschen Glück hat, fällt das nicht gleich wieder auseinander, sondern klebt einfach ein bisschen. Ja, nochmal kurz kondensieren. Habe ich die kleine Feder eingebaut? Jawohl. Das Tauchrohr ist aufnahmebereit. Und jetzt kommt der Trick mit den beiden Federn. Man kann einfach die beiden alten Federn benutzen, um das Ganze hier so ein bisschen in Position zu halten. Dass das also ein bisschen auf Spannung bleibt und nicht zurückrutscht, wenn wir das hier einfüttern. Gut. Wir bereiten den Drehmomentschlüssel auf 20 Newtonmeter vor. Das brauchen wir vorher nochmal. Einen kleinen Klecks Schraubensicherungsmittel auf die Schraube habe ich mir so angewöhnt. Ich glaube, es steht auch so im Handbuch, aber sicher bin ich nicht mehr. Gibt doch genügend, wie zum Beispiel mein Freund Nice Eyes, der das nicht tut und damit auch extrem erfolgreich ist. Also man muss es nicht tun, ich mache es halt. Dann sicherstellend, dass die neue Kupferscheibe im Anschlag ist. Ja, das passt nicht durch das Loch durch, oder? Ah, doch. Manchmal muss man seitlich einführen, aber hat gepasst. So. Dann das Gewinde erfummeln. Und vielleicht greift es. Und ja, es hat gegriffen. Sehr schön. Ha, Glück gehabt. Manchmal dreht es durch. Und wenn es durchdreht, dann begibt man sich halt an die Feder, gibt ein bisschen Druck drauf und hält das ganze System auf Spannung auf diese Art und Weise. Und dann dreht es nicht mehr durch. War aber in diesem Fall nicht nötig. Ist eigentlich auch selten nötig, aber nur falls. Und jetzt 20 Newtonmeter. Die alten Federn brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt kommt der Rest da oben rein. Also hier rein. Nämlich der obere Gleitring. Der wird erstmal gut bedacht mit Kajaba-Öl. Und damit der Kajaba-Fetten, damit er gut in seinen Sitz geht. Gerne auch außen ein bisschen. Das streift sich sowieso alles ab. Hier bei diesen stufenfreien, entgrateten Gabelrohren, Standrohren, braucht man sich sowieso keine Gedanken machen bezüglich irgendwelchen Beschädigungen. Es gibt schlichtweg keine. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Gabelrohr oder dass eine Gabel mit diesen Rohren irgendwie undicht wurde. So, jetzt helfen wir dem ein bisschen in den Ansatz rein. Ah, das ging einfach.
Das ging prima. Dann kommt gleich die Scheibe auch gerne ein bisschen gefettet, weil die rostet gerne. Und das fahren wir schon mal ein Stück runter, soweit wie es irgend geht. So. Ah, ich liebe diese Gabel, da geht alles so einfach und kraftarm. So, jetzt kommt der neue Simmering aus dem Allballs-Paket. Die Beschriftung zeigt nach außen und der breite Ring, die breite Öffnung zeigt nach innen. Das hat den Sinn, wenn der Öldruck von innen kommt und aufgebaut wird, dass das entsprechend die innere Lippe noch ein bisschen unter Druck setzt und noch mehr anpresst. Wenn man das falsch rum montiert, wird es sofort undicht, also Beschriftung nach außen zur Nicht-Ölseite, dann kann man nichts falsch machen. Großzügig Kajaba-Fett in die Lippe. So. Ja, jetzt kommt der Moment, wo man bei vielen Gabeln eine Einfädelhilfe braucht, in diesem Fall allerdings nicht. Die ist quasi schon mit eindesignt. So. Mal kurz checken, ob die Beschriftung wirklich nach oben ist. Nicht, dass ich da was falsch gemacht habe. Jawohl, alles gut. So weit sind wir jetzt. Das kann man schon ganz gut runterdrücken, ohne dass man nennenswert schlagen muss. Ansonsten. Vom Klang her war es das. Genau. Das sieht dann wie immer so aus und man sieht auch ganz gut, dass die Grube für den Sicherungsring exponiert ist. Sicherungsring gut einfetten, weil dieser Sicherungsring ist immer sehr rostanfällig, weil da oben kriegt er auch keine Schmierung mit und kein Öl. Da ist ja nichts, wenn alles gut geht und deshalb, ach, der ist jetzt schon drin. Ja, genau, das war's schon. Nochmal gucken, dass er auch richtig sitzt an allen Ecken und das tut er, lässt sich auch schön drehen. Genau. Jetzt mal gucken, dass alles geht. Das, was hier rasselt, ist die kleine Feder, die hier oben am Anschlag hängt. Man merkt auch, wenn man sie vergessen hat, dann knallt es nämlich oben gegen den Anschlag. Und hier kann man schön in die Feder ziehen. Genau. Hey, es ist wieder runtergefallen. Jetzt kommt die neue Staubschutzkappe drauf. Die Ränder leicht fetten. Die Einbuchtungen, das müssen 3 Stück sein oder sogar 4, nicht mit Fett füllen, freilassen, damit die Luft entweichen kann beim Eindrücken der Kappe. Ja, sorry für die Wiederholung, aber es ist halt nun mal so. Wie ich immer so schön sage, die Alternative wäre nicht filmen. Und eure Alternative ist halt nicht gucken, wenn es euch zu langweilig ist, dass es schon wieder das Gleiche ist. Aber, so wie ich eure Kommentare immer verstehe, schaut ja auch gerne Wiederholungen, was mich natürlich freut und mir natürlich zur Ehre gereicht. So. Gucken, ob das geht. Ja, wunderbar. Ein bisschen drückt ein Luftpolster dagegen. Da muss man ein bisschen Geduld aufbringen und ein bisschen Druck aufgebaut lassen und dann geht das irgendwann weg. So. Nummer 1 ist fertig zum Befüllen im Prinzip. Ich bringe jetzt aber die andere erstmal in diesen Zustand. Ups. So, Nummer 2 ist auch fertig. Mehr als das sollte jetzt nicht mehr übrig sein. Wenn wir jetzt noch die kleinen Federn hier legen, dann hätte man die A-Karte gezogen. Haha, fragt nicht, woher ich das weiß. So, ich wollte die Angabe, die Patrick da gefunden hat, mal gegen das Werkstatthandbuch auf Plausibilität überprüfen
Und wir finden hier diese Bäder, also ein Luftpolster von 180 mm, schlägt das Werkstatthandbuch also vor. Wir machen auf 160, das ist im Rahmen dessen, was ich auch erwarte. Wir haben etwas dünneres Öl, 7,5 statt W10. Und wir haben eine andere Feder und, hat sich ein bisschen was geändert. Und da mögen diese 20 mm Unterschied gerne herkommen. Also, macht alles Sinn. Wir haben etwa einen Liter, knappen Liter insgesamt zu verbrauchen, sprich 417 plus minus 2,5 Kubikzentimeter. Ja, das wird ungefähr hinkommen. Wird ein bisschen was übrig bleiben. Das ist alles gut, das ist alles passend. Keine nennenswerten Unstimmigkeiten, also gehen wir das mal an. Eine Literflasche hätte also längst gelangt, aber jetzt haben wir heute noch eine übrig, kann ja nicht schaden. Wer weiß, kann man vielleicht auch einen Salat machen. Ich nehme mal 450 und dann gucke ich, wie weit ich komme. Ich gucke hier unten immer rein, ob noch ein paar Blasen aufsteigen. Solange Blasen aufsteigen, muss man weiter pumpen. Und in der Regel gluckert es auch so lange, wie Blasen aufsteigen, wie man vielleicht hört. Es hört langsam auf. Oh, es tropft. Ja, wir sind richtig. Holz. Blubber. Perfekt. Ja, dann machen wir mal zu. Bisschen Öl für den Simmering oder für den O-Ring. Simmering ist es ja nicht in dem Sinne, sondern ein bisschen Öl für den O-Ring. So. Dann die Feder. Die Feder mit dem engen Teil nach oben. Der Ring, der Sitzring für die Hülse. So, gut. Dann die Hülse. Eigentlich müsste die gut ölbenetzt werden, weil sie ist ja im Öl. Aber warum die dann gerostet ist, halt die andere Frage. Ich schmier die mal ein bisschen ein. Jetzt war jetzt auch nicht so den maximalen Unterschied machen, aber sei es drum. So, und jetzt ja, prima. Wegen diesem Knödel kommt man da jetzt nicht hin. So. Jetzt ist es zu. Jetzt machen wir mal einen kleinen Einfedertest. Gucken, ob sich alles normal anfühlt. Wo hättet ihr es gerne? Hier? Wie erwartet. So, Nummer 2 ist auch eingestellt und gefüllt. Okay.
Kurzer Test, ob sich alles normal anfühlt. Ja, tut es. Oh, es müssen noch die Steinschlagschutzschilde drauf. Das ist die Außenseite, wo diese Kerbe hier ist. Und die Kerbe muss mit diesem Führungsheimer matchen. Und das ist die linke Gabel, weil hier ein L steht und Fahrtrichtung ist diese. Also kommt das jetzt so hier rein. Genau. Ja, und diese Dinger musste man deshalb abmachen, weil man sonst mit dem Einklopfwerkzeug nicht an Ort und Stelle gekommen wäre. Genau. So. Und zum Einbauen kann man einfach einen Gummihammer benutzen. Und das ist die Stelle, die ich euch gerade gezeigt habe. Das ist jetzt der rechte Gabelholm. Hier steht ein R. Hier zeigt die Kerbe auf uns zu. Fahrtrichtung ist diese jetzt. Genau. Ach, man kann das schon fast mit der Hand runterdrücken. Eigentlich kann man es wahrscheinlich sogar, aber tut mir jetzt gerade weh. Man kann das dann auch, wenn es unten angekommen ist, noch ein bisschen drehen, sodass es auch perfekt einrastet. So. Ende. Ja, Gabelölreste sammle ich immer in meinem Kanister. Das eigne ich mir dann einfach an. Da habe ich schon so viel zusammengeschüttet. Wahrscheinlich ist es nicht mehr das, was draufsteht. Hier kommt jetzt noch ein paar Tropfen 7,5er dazu. Wahrscheinlich ist das schon längst kein 10W mehr, sondern 8,9W oder so. Aber das ist mir jetzt auch egal. Ja, und das Gebinde haben wir gar nicht gebraucht. Das kann der Patrick wieder mit nach Hause nehmen oder auch hier lassen oder was auch immer. Mir ist das völlig egal. Ja, der Kühler dieses schönen Motorrads ist schon ziemlich in Mitleidenschaft, habe ich gesehen. Hier in dem Bereich und hier in dem Bereich. Gar nicht mal so sehr in der Mitte. Sind sehr, sehr viele umgefallene Kühlrippen, ich weiß nicht, woher das kommt. Normalerweise passiert sowas durch Einschläge, aber die Einschläge kommen normalerweise hier im mittleren Bereich, wo das Rad wirft. Das habe ich schon, da habe ich schon bestimmt 500 Gramm habe ich aus dem alten Eisenzahnkühler hier rausgeholt. Es dauert Tage, bis man die ganzen Dinge wieder aufgerichtet hat und das ganze Zeug da rausgeholt hat. Es ist extrem viel Arbeit, aber hier ist es komischerweise asymmetrisch zur Mitte raus, also umgekippt die Dinger, ist komisch. Habe ich jetzt so auf Anhieb keine Erklärung für. Aber diese Motorräder kommen auch locker noch mit der halben Kühlfläche klar, das ist nichts Problem. Und hier haben wir bestimmt noch 3/4 übrig. So, dann werden wir das mal wieder zusammenbauen. Gucken, dass wir vielleicht hier noch ein bisschen Dreck rausbekommen. Falls welcher drin ist, oh ja. Vielleicht ein bisschen Bremsenreiniger benutzen. Er denkt sich, wie soll da Dreck in die Klemmungen reinkommen, weil da ist ja nichts, aber es ist doch schon einiges hier. Deshalb immer, bevor man Gabelholme wieder installiert, die Klemmlöcher mal auswischen. Das lohnt sich schon. Wäre ja schade, die frisch polierten Rohre dann wieder in diese Dinger da zu stecken hier. Gut. Nochmal. Nochmal hier. Autsch. So, oben aber auch. So. Aber oben ist in der Regel signifikant viel weniger Dreck, weil bis der Dreck hier hochkommt, da hat er schon viele andere Gelegenheiten genutzt, sich abzusetzen. Logischerweise. Nämlich unten. So, ja, oben ist alles clean. Gut. Was ist das? Tier. So, dann bauen wir mal zusammen. Richtiges Werkzeug am Anschlag. Rechts ist wo? Rechts ist hier. So.
So, jetzt fahren wir da mal auf die richtige Position. Genau auf den Ring. Ich mache das genau bündig hier. Kommt nicht auf einen halben Millimeter an, es sollte nur halt ziemlich genau gleich sein. Ah, ist zu locker. Eben greift es, sehr schön. Dass das noch irgendwie steht, ist egal. Das ist ja alles frei drehbar hier. So, die untere Klemmung bekommt 39 Newtonmeter. Jetzt müsste es klicken. Ja, genau. So, hier oben mit dem Drehmomentschlüssel hinzukommen, ist eigentlich völlig illusorisch. Deshalb ziehe ich das nur nach Gutdünken halt ein bisschen fester an, als es gerade angezogen ist. Jetzt, wo unten die Klemmung ja fest ist, kann ich das ganz gut machen. Nur ein bisschen fester. Genau, das genügt schon. Weil das kann ich weg. So, andere Seite auch. So, und jetzt erst jetzt, bekommen die oberen Klemmungen ihr Drehmoment. Warum erst jetzt? Weil man will ja nicht die oberen Klemmungen festdrehen und dann das in ein verengtes Gewinde reinwürgen. Immer erst diese Klemmungen öffnen, bevor man diese öffnet und umgekehrt schließen. Erst diese Klemmung schließen oder erst diesen Deckel schließen und dann die Klemmung. Ist eigentlich logisch. Ansonsten behindern sich die Gewinde ja gegenseitig. Theoretisch zumindest. Ob es wirklich so viel ausmacht, sei mal dahingestellt. So, 22 kriegen die Imbusschrauben hier oben. Ja, als Kind hat man auch mal was zum Aufziehen. So, wo ist meine Nuss? So, als nächstes das Vorderrad. Schaffen wir erstmal den Scherenhebel weg. Ich glaube, den brauche ich eh nicht mehr jetzt für dieses Motorrad. Aber so genau weiß man das nie. Halt ABS-Ring nach rechts. Logischerweise. Hebekissen gibt es bei Reichel Elektronik. Ich weiß, es geht auch ohne, aber warum soll man sich anstrengen? Das Leben ist anstrengend genug. Für einen alten Mann. Nee, geht so. Also, alles gut. So. Kleine Hülse hier. Große Hülse drüben. So, die Achse ist noch perfekt gefettet vom Paddy. Damals, als er den neuen Reifen bekommen hat. Und jetzt fahren wir mal hier hoch. Ja, hier drückt sie mir massiv Fett mit raus. Das ist ganz klar. Aber das lassen wir da nicht. Sondern das tun wir weg. Ein bisschen ist ja gut, aber es muss jetzt nicht so viel sein, dass es im Zweifelsfall auf der Bremse landet. Auf keinen Fall. So ist gut, es genügt. So, ich setze jetzt mal kurz die Klemmschraube hier und ziehe sie auch fest, damit ich auf der anderen Seite das Drehmoment aufbringen kann. Aber ich mache sie dann auch gleich wieder ab. Halt. So, die Vorderachse bekommt 59 Newtonmeter mit einem 22er Schlüssel, wenn ich mich recht erinnere. Genau. So, das machen wir uns hier wieder locker. Als nächstes Bremsscheiben putzen und möglichst danach nicht mehr
dran rumfingern. Ja, die sind natürlich sauber. Sind die auch neu. Trotzdem muss man sie putzen. Ja, für die alten Bremsscheiben hat sich noch niemand gemeldet, glaube ich. Wenn sie niemand haben will, bringe ich sie zum Alteisen. Dann baue ich mal die Bremsen fertig. Im Prinzip die gleiche Prozedur wie eben hinten oder im letzten Video hinten. Naja, und so weiter. Ich denke, ich muss euch nicht alles zeigen. So. Der erste Sattel ist so gut wie fertig. Schraubensicherung und Drehmoment gibt es erst, wenn alles funktioniert, sprich wenn die Bremsflüssigkeit gewechselt ist und alles getestet ist. Genau, wie immer halt. So, wie war das? So, glaube ich, oder? Genau. So. Schraubensicherung ist ein bisschen drauf. So. So. Oder? Genau. Hier kommt zwar offiziell keine Schraubensicherung drauf, aber ich mache das trotzdem immer ein bisschen. M6 in Alu 10 Newtonmeter. Das ist nicht ganz einfach, dieses Ding hier immer so zusammenzufalten, dass das durch dieses Loch durchgeht, aber irgendwann muss es dann halt. Keine Gnade. So. Das habe ich noch gar nicht eingeschmiert hier. So. Habe zwar den Gegenpol eingeschmiert, aber ich mache ganz gerne beide, damit es keine Plankenstellen gibt möglichst. So, mal reindrücken und die Luft hier rauslassen. Genau. Hier auch. Nee, nicht rausspringen. Drin bleiben. So. So rum natürlich. Wo ist jetzt mein achter Nuss? Da, wo sie immer ist, verschwunden. Ah, auf dem Drehmomentschlüssel. Direkt mal eine sinnvolle Geschichte. Möglichst nicht mit den Fingern logischerweise auf die Belege selbst, sondern aufs Trägermaterial fassen, wenn man da noch mal hinfassen muss. So, ist zwar leicht am Schleifen, aber die Scheiben zentrieren sich in den Floatern sowieso erst, wenn die ersten Bremsungen erledigt sind, aber jetzt wechsle ich erstmal die Bremsflüssigkeit. Ja, die Floater, das sind diese Dinge, man kann sich das vorstellen wie überdimensionale Nieten. Man sieht ja hier, dass der Träger, der mit dem Rad verschraubt ist, und die Bremsscheibe im Prinzip zwei verschiedene Bauteile sind und die werden über die Floater ganz einfach miteinander verbunden. Und der Sinn der Geschichte ist hauptsächlich einmal, dass ich die Bremsscheibe noch ein bisschen zentrieren kann, das ist aber speziell bei Festsattelbremsen eher sinnvoll, weil die Schwimmsättel können sich ja sowieso selbst justieren. Aber das ist eigentlich nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund, warum man das manchmal macht, nicht immer. Aber manchmal ist halt das, der Wärmeeintrag, der hier, da, wo die Bremsbeläge angreifen, wird es ja sehr heiß.
Und das würde ja, wenn sich die ganze Bremsscheibe erwärmt, würde sich das hier an der Befestigung hier innen, würden dann Spannungen entstehen durch die Erwärmung. Und diese Flote entkoppeln das also. Im Prinzip kann sich der äußere Ring bei Erwärmung oder richtiger Erhitzung schön ausdehnen und der innere Ring wird davon eigentlich nicht tangiert. Der wird nicht verspannt, nicht verdreht oder sonst irgendwie. Und der Wärmeübertrag über diese kleinen Floater ist auch extrem gering, sodass hier drin alles kühl bleibt, hier außen wird es heiß und es ist trotzdem miteinander verbunden. Also eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Aber es wird nicht immer so gemacht, aber manchmal bis meistens eigentlich. Zum Teil sind die Dinge relativ locker, weil die können ausschlagen, diese Floater. Man kann sie auch wechseln, die Möglichkeit gibt es auch. Habe ich auch schon gesehen, dass Leute das machen, aber ich habe das noch nicht tun müssen. Normalerweise halten die ein Bremsscheibenleben lang. So, als nächstes wechsle ich mal die Brems- und Kupplungsflüssigkeit. Wir haben ja hier auch eine hydraulische Kupplung bei diesem Motorrad. So, wollt ihr mir dabei zugucken? Nee, können wir uns, glaube ich, sparen. Oder ich mache mal ein bisschen Musik an und mache das mal alleine. Das haben wir ja schon so oft gemacht, gerade auch dieses Jahr schon wieder. So, genau. Ja, und hier bei diesem Sattel passt mein schöner Geschenk, der Spezialschlüssel, leider nicht. Der Schlüssel wird vielleicht noch drauf gehen, aber der Absauger nicht mehr. Aber das ist halt manchmal so. So, mit den beiden vorderen Sätteln bin ich jetzt fertig, außer mit dem CPS-Kolben, der ist ja von hinten bedient. Und jetzt kommt der Moment des ersten Anlegens. Müssen wir erstmal relativ voll machen hier oben und dann muss man eine ganze Zeit lang pumpen. Oh, das ging aber schnell. Alter, ging das schnell. Ja, dass die noch relativ schleifen, das liegt ganz einfach daran, dass die Gabelholme jetzt noch ein bisschen verspannt sein können, weil sie noch nicht eingefedert, noch nicht justiert sind. Aber das ist auch ein Stück weit normal in dieser Form. Gut, dann kann ich ja hier oben zumachen. Ja, die Belege sind sehr neu, deshalb sind die Kolben sehr schnell vorne gewesen. So, ich habe die Brühe auf Oberkante des Schauglases justiert, aber es läuft auch auf Anschlag der Lenkung nirgends über. Aber mit neuen Belegen passt das schon so. Dann muss man das im Prinzip schon so machen. Geh rein, Stützhülse. Ja. So geht das. Wo haben wir jetzt den Käfigheimer? So, hier. Hinten wird es eher ein bisschen eine Quälerei werden, jetzt mit diesem neuen kleinen Behälter. Da muss man jetzt wahrscheinlich ziemlich aufpassen, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe das ja auf Augenhöhe. So. So, gut. Ja, im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, dass ich versucht habe, die Luft rauszubekommen, indem ich den Bremskolben hochdrücke oder reindrücke und dann das entsprechend gegen die Luft nach oben drücke. Die Bremsflüssigkeit, und erstaunlicherweise ist das Ding fast voll geworden damit. Also ist ja halt noch nur ein kleines Gefäß, aber das scheint ganz gut geklappt zu haben. Dass es so viel da drin gelandet ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber umso besser. Ich bin hier gerade mit der Absauganlage an einem CPS-Sattel. Ja, und dieses kleine Reservoir da immer nachzufüllen, das ist jetzt die Herausforderung. Man kann das zum Glück selbst ein bisschen steuern, indem man einfach nicht zu sehr vorne aufdreht. Das ist ganz gut. Ich schalte mal die Pumpe ein. Naja, es geht schon ganz schön flott. Ja, passt doch nicht viel rein. Ist sofort wieder voll. Aber es geht. Hängt an seinem Schlauch ganz wacker, fällt nicht um, kippt nicht aus. So kann man halbwegs arbeiten. Nur man muss halt 10-mal nachschütten, bis man halt die entsprechende Leitungslänge durchs ABS und alles dann durchgespült hat. Aber das macht ja nichts, hab ja Zeit. Ich mach mal gerade ohne euch weiter. So, vorne bin ich jetzt fertig. Hinten passt mein Spezialschlüssel wieder. Freundlicherweise.
das geht schon so, genau. So, ich glaube, das genügt jetzt erstmal. Ich pumpe jetzt erstmal die Belege an, währenddessen schön aufpassen, dass das Behältnis hier nicht leer läuft. Oh ja. Zweimal gekickt und schon fehlt ein Zentimeter. Das ist natürlich viel in diesen Riesenzylindern. Oh, da haben wir schon Druckpunkt. Das war's schon. Ha! Das war's schon. Mal gucken, ob der vordere auch bremst. So, wie sieht es jetzt aus? Oh ja, jetzt bremst er. Gut. Dann können wir hier wieder abbauen. So, der ist noch ein bisschen voll. Der Gummi würde noch, glaube ich, in der Brühe baden. Das möchte ich nicht so gerne haben. Deshalb nehme ich hier noch mal eine Spritze. Mit einer Spritze noch ein bisschen was raus. Hier muss man sowieso öfter mal nachkontrollieren, logischerweise. Hier gibt es auch kein Fenster. Okay, so geht das. Hier gibt es kein Fenster und jemand fragte vom Publikum in den Kommentaren vom letzten Video, ob das überhaupt erlaubt ist, ein Gefäß ohne Fenster. Ich weiß es nicht. Der Patrick hat es gekauft. Er kriegt es montiert. Und wenn er sich mit dem TÜV diskutieren muss, dann ist es halt so. Aber ich glaube, sein Vater, den ich herzlich grüße. So. Ja, der hat das Ding auch drauf. Und da gab es wohl keine Probleme. Auf der CBF 1000, auf der SC58, die auch schon ein paar Mal hier war. Friedels SC58. Ach halt, hier wollte ich doch die andere Schraube drauf machen, die blaue. Die blaue. Und es sind Aluschrauben, lieber Niklas, es sind wirklich Aluschrauben, keine blau eloxierten Edelstahlschrauben, wie du vermutet hast. Das wollte ich auch noch sagen. Falsche. Es wäre ja so schön gewesen, wenn es mal geklappt hätte. Aber es ist immer irgendwas. So. Also versuchen wir es nochmal. Versuch das mal so ein bisschen von der Höhe her in der Mitte zu platzieren. So vielleicht. Weiß nicht, wie hart man das anziehen darf. Mit Aluschrauben kenne ich mich jetzt auch nicht so toll aus. Aber ich lasse mal lieber so. Ich mache aber jetzt mal Folgendes, auch wenn es eigentlich nicht vorgesehen ist, aber da ich das jetzt nicht zu sehr anziehen möchte, mache ich auf der anderen Seite mal die Mutter dagegen, die da jetzt übrig geblieben ist. Und die kommt in den selbstsicheren Bereich. Wenn man die noch ein bisschen anzieht, dann hat man noch ein bisschen zusätzliche Sicherheit. Was ist das jetzt? Ein Achter wahrscheinlich. 10. Ja, die hat ein paar Gewindegänge im Kunststoff, in dem Sicherungsbereich. Und das ist ganz gut eigentlich. Man muss nur dran denken, dass man sich nicht wundert, dass ich das gemacht habe. Aber es ist ja auf dem Video drauf. Der Paddy weiß ja damit Bescheid. Und aber wahrscheinlich wird es sowieso so sein, dass ich den nächsten Bremsflüssigkeitswechsel mache. Deshalb ist es dann auch egal. So, gut, so lasse ich es mal. So, dann machen wir noch die Kupplung. Bei der CBF 1000 haben wir hier den Nehmerzylinder. Mensch. Oh, da breche ich mir fast die Fingernägel ab. So, hier brauchen wir einen Zehner diesmal. Genau. Das ist ja nur eine relativ kurze Leitung, ohne irgendwelche Umwege über ABS oder sonst was. So, dann schauen wir mal, wo wir hier landen. So,
So, just für die Neugierde. Rot. Ja. Schwarze Krümelmonster. Passiert bei der Kupplung oft. Das sind diese alten Leitungen, die alten Gummileitungen, die machen sowas. Bei der Kupplung wird relativ viel Flüssigkeit umgewälzt. Das liegt ganz einfach daran, dass die Kupplung einen viel weiteren Weg zu gehen hat, um zu arbeiten, als eine Bremse. So eine Bremse. Im Bremssystem wird ja fast nur Druck übertragen. Bei der Kupplung wird auch relativ viel Weg übertragen, das heißt, die Flüssigkeit geht richtig rein und wieder raus. Und dann, wenn die Leitungen alt sind, lösen die Gummipartikel ab und dann setzen die sich da unten ab. Deshalb macht es Sinn, bei der Kupplung manchmal ein bisschen auszuwischen. Bei Bremse passiert es selten. Auch bei alten Gummileitungen passiert es selten, dass da Krümel drin liegen, aber bei der Kupplung passiert es schon häufiger. So, aber das haben wir jetzt. Jetzt wird ja alles schön sauber. So, das reicht für die kurzen Wege. Lass mir noch auf halb fahren und dann. Ja, so ungefähr. Mach mal zu. Das ist also meine Füllung für die Kupplung. Da verbraucht er, da verschleißt sich ja nichts. Theoretisch auch ein ganz kleines bisschen, aber das ist nicht der Rede wert. So, alles schön sauber und trocken gemacht. Achso, hier nochmal. Dann kommt der schöne Deckel wieder drauf. Jetzt gehen. Ja, das ist normal. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. So, da ich jetzt weiß, dass alles funktioniert, kann ich hier das entsprechend fertig machen. 18 für die Haltestifte. Und hier 30 habe ich schon eingestellt. Sehr schön. Andere Seite auch. Gut. Viel ist nicht mehr übrig. Die Schraube für hier rein noch. Auf der anderen Seite steckt sie noch. Ich lasse die extra so weit draußen, damit man jeder sieht, da muss noch was gemacht werden. So, dann kommt der schöne innen und außen geputzte Fender drauf. Perfekt. So, hier kommt die längste Schraube rein. So. Na komm. Jetzt von innen ein bisschen gegen die
gegen diese Einlegemutter drücken, wie ich es im vorletzten Video, im Zerlegungsvideo erwähnt habe. So. Noch nicht anschrauben, sondern erst fast. Erst zum Schluss anschrauben. Es kommt erstmal die hier rein. So. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Manchmal ist es ein bisschen Formelei, bis die greift, aber heute habe ich richtig Glück. Heute greifen sie sofort. So. Sehr gut. Dann können die fest. Handfest genügt. Andere Seite auch. So, hier am ABS ist alles fertig, die Bremssättel sind fertig, die Gabelholme sind angezogen. Hier schleift es ein bisschen, ist aber normal. Jo, das war's, oder? Ich glaube schon. Der spannende Blick, was noch übrig ist. Der alte Schrott. Dann die Schraube, das ist die Originalschraube, die bei dem blauen Pisspot dabei war. Der Rest des Schlauches und mehr ist nicht mehr da. Also passt. Die Chancen stehen gut. Jetzt lasse ich den mal vorne runter, damit ich hinten mal am Hinterrad drehen kann vielleicht. Ja, ist ja gut. Nicht erschrecken, mache ich ja auch nicht. Ja, die ist ein bisschen dreckiger. Die ist ja nicht neu, da sind ja nur die Belege neu gekommen. So, und jetzt. Ja, Druckpunkt ist gut. Der Biss, der richtige Biss ist noch nicht da. Neue Belege auf alte Scheiben gibt nicht so einen richtigen Biss. Aber das schleift sich ein, das ist kein Problem. Und ja, ich denke dran, bevor ich losfahre. Versprochen. Ja, Freunde, das war's. Für die Probefahrt ist das Wetter gerade ein bisschen ungeeignet. Wie gesagt, heute Morgen hat's noch geschneit. Jetzt ist noch alles nass. Es regnet immer mal sporadisch wieder. Nicht so schön. Jo, aber im Laufe der Woche soll's besser werden. Man sieht sich. Bis demnächst bei Sams Channel. Und tschüss.